Herzlich willkommen zurück bei Sons of the Forest. Wir haben wieder schön Holz am Start. Dann werden wir uns jetzt auch zwei schnappen. Jetzt werden wir noch einmal kurz... Ah, müsste ich auch von oben hinkommen, oder? Mal gucken. Wir werden hier jetzt noch einmal einen abbibbeln. Kamin und so haben wir ja gebaut. Nun machen wir ordentlich hier. Hallo? Danke. Doch. Nee, das ist kurz. Wo ist denn der lange hingeflogen? Ist er jetzt rausgeflogen, oder was? Oder wo ist mein Holz gelandet? Das ist eine berechtigte Frage. Jetzt haben wir schon Flummiholz. Komm, Virgil, komm rein jetzt. Dalli. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche genau das Stück, was ich brauche, ist weggeflogen. Das ist das Kurze. Aber wo ist das andere Ende gelandet? Auch nicht schlecht. Okay. Das ist natürlich doof. Dann müssen wir hier noch einmal. So. Arme hoch. Kelvin kann jederzeit Holz sammeln. Alles kein Problem. Dem ist so aber hier hin. Sehr schön. Den brauchen wir auch mal einen halben, nicht das kurze Stummelstück. Geh vorne mal her. Sehr schön. Ich will ja nur gucken, ob das sich besser verbindet. So, da brauchen wir jetzt noch einmal ein Stummelstück. Au. Gut, man sollte nicht runterspringen. Ist nicht gesund für die Figur. Aber gibt es noch Schlimmeres, ne? Da gibt es jetzt echt Schlimmeres. Geht schneller. So, das ist ein Holber, ne? Ich möchte das gerne mit einem Dreiviertel ausprobieren, was mir irgendwie weggeflutscht ist. Ich weiß immer noch nicht, wo das Ding ist. Ach so, ärgerlich. So, dann hau hier mal ein Fitzel ab. Sehr schön, hau da mal ein Fitzel ab. Nehmen wir die beiden Dreivierteldinger mit. Mal gucken, weil wir haben da ja jetzt Ganze rangemacht. Ob das besser aussieht. Dann so, einmal rauf. Einmal hier rauf. Einmal hier rauf. Geht das überhaupt? Ne, da müssen Ganze hin, ne? Okay, da müssen Ganze rauf. Das geht gar nicht mit Dreivierteldingern. Nein. Okay. Ist nicht schlimm. Dann setzen wir den Tor hin. Und den hier hin. Okay, das können wir nicht anders machen. Da müssen definitiv Ganze rauf. Anders lässt sich dort nicht bauen. Zock und zock. Oder fehlt da noch ein Fitzel? Nö, ne. So geht's. So geht's. Ja, da steht hier auch ein Zug über. Okay, wir müssen da Ganze nehmen. Geht denn anders? Das hier ist noch ein Holber, ne? Der kann auf den einen da noch rauf. Naja, gut. Ich hätte sie gerne verbunden gehabt, wie gesagt, aber... Geht einigermaßen. Kann man Zähne knirschend hinnehmen? Das ist sehr schön. Den brauchen wir auf jeden Fall, wenn ich hier gleich erstmal alles durchziehen will. Wir haben da jetzt einen halben drauf. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Dreiviertel und einen halben. Stummelstücke haben wir ja genug. So, ein Dreiviertel. Ein Dreiviertel. Machen wir erstmal den halben. Zack. Und ein Dreiviertel brauchen wir noch. Sehr schön. Dann haben wir erstmal die halben mit. Hm? So, der halbe kommt darauf. Ja gut, und da, ich setze den erstmal hier auf. Er sollte aber gleich wieder runter. Ich brauche erst den Dreiviertel. Sehr schön. Ein Träumchen. Naja, zumindest haben wir jetzt mal ein Spitzdach. Auch wenn es nicht so gerade ist, wie es gerne hätte. Und nochmal. Nochmal,
So, da soll er hin. Doch. Sehr schön. Dann nehmen wir den Holben hier nämlich wieder runter. Danke. Der soll nämlich darauf. Jo, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch kleine Stummelstücke. Hier ist ein Stummelstück. Da ist ein Stummelstück. So. Hier kommt ein Stummelstück rauf. Da kommt ein Stummelstück rauf. Dann brauchen wir nur eins. Das Licht da mal unten. Jo, das kommt da vorne rauf. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch ganze Balken. Sehr schön. Gut, da ist uns ein Holzbalken quasi abhanden gekommen. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, wo der hingejumpt ist. Ich habe den bis jetzt noch nicht gesehen. Sehr schön. Das ist zumindest ein einigermaßen Dach, ne? So. So. Dann legen wir hier definitiv so rüber. Yep. Hier auch so rüber. Das geht zumindest einigermaßen. Und den brauchen wir jetzt so trotzdem noch weitere Ganze. Geben wir her hier. Geben wir den her. Dankeschön. Das Dach ist zumindest nicht so schlimm wie das andere vom großen Haus. Zack. Jo. Jetzt finde ich auch nicht nur noch die Querbolken. Also quasi hier eine, was gerade nicht geht. Jetzt will er nicht mehr. Lass mich verarschen. Soll ich von hier? Jo. Muss ich von der Seite machen. Okay. Gewitterchen haben wir auch mal wieder. Ist natürlich doof. Aber gut, dass ich nicht finde, dass wir jetzt überall die Stücke dazwischen haben. Ich weiß nicht, ob ich die da wieder rausnehmen kann und das denn so hält. Ehrlich gesagt will ich das Risiko nicht eingehen, nicht, dass mir das Dach runterkommt. Ich hätte am liebsten nur vorne und hinten so ein Ding gehabt. Aber ob das wirklich funktioniert, ja. Da müsste ich vorher speichern, ehrlich gesagt, bevor ich das ausprobiere. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, brauchen. Dann hätten wir wieder jede Menge Holz über, was wir eigentlich auch nicht brauchen. Also können wir es auch da drin lassen, ne? Man wird später sowieso nicht sehen, weil noch eine Decke reinkommt. Also daher. Sehr schön. Komm, danke. Gut, gut. Den haben, zack, zack. Hier fehlt dem Money auch noch einer auf der Säule. Ah, da komm ich. Ne, da komme ich sogar nicht ran. Ich muss so oder so nach oben. Und Räumchen. Den Oma hier. Mal hier rüber. Ich hoffe, ich habe hier ist überall. Fehlt nur noch hier. Dann geh einmal runter. Zack. Sehr schön. Dann fehlt ja nur noch die andere Seite. Eindeutig kriegen wir schon wieder Herbst. So, zwei Stück noch, ne? Dann ist das Grundgestell des Daches fertig. Zack, zack. Ja, ich weiß, Kelvin, du schabst schon wieder mit den Füßen, du willst neues Holz holen. Geht auch gleich los. Lass mich das erstmal verarbeiten. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Bretter drauf. So, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das ist alles das kleinste Problem. Ist nur halt doof, dass es jetzt gerade regnet. Genau deswegen. Man sieht es so schlecht. Komme ich da von drin ran, aber wahrscheinlich nicht überall. Man sieht wieder extrem schlecht. Zack, zack. Ich versuch's mal. Von der Säule hier. Ah, okay, okay. Kommen wir da ran? Ja.
So, er füllt eigentlich nur noch unten eins, ne? Ejo. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig. Sag mal, wird das Grau denn Nacht oder liegt das am Gewitter? Es wird auch Nacht. Okay. Es wird auch Nacht, denn passt doch beides. Gif mal her hier, gif mal her. Weil man gerade echt sehr schlecht sieht. So, ich hau erstmal die drin. Ich weiß, bei dem einen fehlt unten noch einer. Kevin zeigt doch schon mal irgendwas. Das heißt, wir kriegen Besuch. Oder? Markan auf Wasser zeugt. Ich sehe da nichts. Aber ich sehe hier sowieso nichts. Mal abgesehen davon. So, hau hier hin. So, nimm die mit und ich glaube, hiernach können wir uns dann erstmal schlafen legen. Ist eindeutig zu dunkel. Fall doch nicht gleich runter, mein Freund. Sehr schön. So, lass mich mal schlafen legen. Erstens ist es mir hier zu feucht und zweitens zu dunkel. Rinder! Lass mich. Kannst auch. Ah. Kamin, alles noch am Brutzeln. Sehr schön. Leg dich mal hin, mein Freund. Leg dich mal hin. Ah, schon besser. Gut, wir sind durstig und hungrig. Topf ist leer, wie es aussieht. Den werden wir noch einmal essen brutzeln. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendwo Muscheln haben. Ich habe schon Ewigkeiten keine Muscheln mehr gesehen. Im Inventar haben wir jetzt keine mehr. Ich weiß nicht, ob wir welche im Regal haben. Sehen wir gleich. Das werden wir gleich sehen. Ich weiß sowieso nicht, wo wir die alle her haben. Habe ich die alle mal am Strand weggesammelt, oder? Jo, warte mal. Warte mal, steck mal kurz den Topf ein. Ich hoffe, das Wasser bleibt drin. Ein Stock haben wir noch. Echt jetzt? Ja, dann geh doch runter vom Feuer. Mensch. Also ich glaube, dann haben sie wieder eingebaut. Nee. So, warte mal, ich mache auch gleich anständig Feuerholz mit rein. Das hatten sie ja mal rausgenommen, dass sie Feuer fangen können, aber anscheinend haben sie es wieder eingebaut. So, den hau einmal das dumme Stück zu klein Holz. Sehr schön. Den einen Baumstamm werden wir denn benutzen. Im Kamin brauchen wir auch noch was und so. Ne? Noch brennt das zwar, aber... Sehr schön. So. Kochtopf wieder drauf. Ich hoffe... Ja, Wasser bleibt drin. Sehr schön. So, Moment. Obwohl, wir können ja auch mal andere Sachen köcheln, ne? Guck mal, wir haben hier zwar schon noch ein Ärmchen. Und Nudeln. Sehr schön. Machen wir ein bisschen Fingersuppe. Die bringen Hunger, Durst, ich glaube Energie und Ausgeruhtheit oder sowas, wenn ich es richtig sehe. Kann kücheln. Sehr schön. Du kriegst, glaube ich, was zuerst, mein Freund. Was ein Vogel. Ich dachte gerade, was ist hier nicht für Geräusche? Auf jeden Fall hat es aufgehört zu rechnen. Hier hätten wir noch ein Stümpelstück gehabt, sehe ich gerade. Jetzt sollte man wieder ein bisschen mehr sehen. So, dann lass mich hier einmal hin. Hier fehlt definitiv. Und da unten fehlt halt auch noch einer, ne? Nein, was machst du da? Sollst hier ein... Okay, wir legen da gleich so ein Brett hin. Wir kennen ja die Problematiken mit dem Dach, ne? So, gib mal einen her. Sehr schön. Dann halbiere den Eimer, mein Freund. Ein bisschen spalten. Kennen wir auch schon. Danke, danke, danke. Schade, dass man keine ganzen Häuser in Stein bauen kann, ne? Das wäre schon cool. So, hier erstmal den fehlenden rein. Ist ja gar nicht wild.
Jetzt. Sehr schön. Den pocken wir dann einfach hier oben mit hin. Wunderbar. So, einmal kurz essen, trinken. Sollte inzwischen auch fertig sein. Ich häng hier... Nee, nee, nee. Jetzt häng mal an den Holzspalten-Dinger fest, du. Ich glaub's ja nicht. So, den schlürfen wir ein bisschen. Ist nicht superlich appetitlich, aber ist... Oh ja. Oh ja. Und gleich nochmal ein Schluckchen. Die Ausgeruhtheit voll da. Energy mehr voll da. Kochbuff aktiv. Hühnernudelsuppe. Okay. Ist schon irgendwie cool. Ist schon irgendwie cool. Kann man nicht anders abstreuen. Nein, nein, nein. Du geh da doch mal hoch. Sehr schön. So. Hau rein. Ich habe gesagt, hau rein. Ohne wegzurutschen. Hey. Ja, gut. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Alles kein Problem. Am Ende noch einen Holzstorm. Den werden wir einmal so spolten. Zack, zack. Kommen wir da so ran? Ich glaube aber nicht, ne? Vielleicht von unten? Ah, wohl eher weniger. Hier ist das. Doch, geht. Sehr schön. So, ist zu. Ah, fehlt aber trotzdem noch was, ne? Ja, gut. Räume Tür auf hier. Wo ist die Tür denn jetzt? Haben sie mir die Tür kaputt? Nee, gerade so. Einmal wieder raus, die Dinger. Kelvin, jetzt darfst du wieder deine Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Und mein Zelt ist kaputt. Warum? Das brauchen wir, damit er die Räume anzeigt. Inzwischen weiß ich übrigens auch, was die gelben Markierungen auf der Karte sind. Das sind unsere Holzwagen, die werden angezeigt. Okay. Trotzdem brauchen wir das Zelt, damit unsere Heimat anzeigt auf dem GPS. Auch wenn es inzwischen so ist, dass man drinnen wohl mehr Erholung kriegt als draußen. Das heißt, es wäre empfohlen, drinnen zu schlafen. So, so, so. Da kommt Besuch. Virgil hat den auch schon gesehen. Hallo, Kumpel. Jo, man sieht's. Virgil, du machst das schon. Ist ja ihre Lieblingsbeschäftigung. So. Er rennt hin und wird die Bumm. Alles klar. Sehr schön. Jemand von dem vielleicht einen brauchbaren Beutel fallen gelassen? Naja, aber Ärmchen sind auch gut. Gib neue Nudelsuppe. Ja, passt doch, das passt. Wieso liegt hier Holz? Da ist mal ein abgesprungenes Dingsbums hingesprungen. Okay. Schmeißen wir hier vorne mit hin. Können wir als Feuerholz benutzen? Bitte. So, Kelvin, my friend. Kelvin. Du machst es doch gerne. Deine Lieblingsbeschäftigung. Folge mir. Nicht durch den Kochtopf. Ich will nicht deine Fußmauten bei mir auf der Suppe. So, Kelvin. Hier ist dein Job. Hier. Ich weiß nicht, ob hier wirklich welche nachgewachsen sind, ehrlich gesagt. Sieht nicht danach aus, ne? Aber vielleicht täusche ich mich. Ich glaube, das ist nicht mehr so extrem wie am Anfang. Jetzt wachsen nur noch vereinzelt welche nach. Ole, du kennst es. Dögge und hier Schlitten füllen. Sehr schön, mein Freund. Sehr schön. Dann mach du mal. Das Gammelessen liegt hier immer noch rum. Beutelmäßig sehe ich hier jetzt ehrlich gesagt nichts rumliegen, aber ich weiß auch nicht, wo Virgil die alle hingeschossen hat. Wird schon passen. Wir kümmern uns in der Zwischenzeit mal wieder ein bisschen um die Mauer, während Kelvin nur beschäftigt ist.
Und vor allen Dingen, wir stellen den wieder auf. Wenn wir Stöcke hätten. So, schon besser. Haben wir hier noch ein paar Stäunchen liegen? Das Ding gehört ja eh schon zur Mauer. Stäune, da ist noch einer. Sestemo. Dann machen wir ein richtig schönes, kleines, gemütliches Mittelalterhöfchen hin. So. Da passt dann auch dieses komische schiefe Dach zu. Ich meine, damals hatten sie auch nicht so die Ambitionen, gerade zu bauen. Sehr schön. Ich sammle hier nochmal ein paar Steinchen. Die brauchen wir. Hier ist einer. Da will ich auch noch einer. Ah, guck mal. Also nachspawnen tun sie. Aber okay, wie machst du überhaupt einen Shop? Jo, er haut schon wieder Bäume aus dem Gebälk. Wunderbar. Ein Träumchen. La 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 la. So. Hier fehlt noch einer, ne? Jupp. Zack. Zack. Was war denn das gerade für ein Busch hier? Geht hier der Boden kaputt, finde ich Mauerbau. Die Steine sind eindeutig zu selten. Eindeutig. So, hier haben wir noch einen. So, da haben wir auch noch einen. Wir sind auch eindeutig im... Jetzt. Ist nicht zu behören. Hier kommen gerade die Stürme, alles klar. Oh nö, dann haben wir ja bald schon wieder Winter. Das ist doch nicht schön. Also sonst kriegen wir dann mal unsere Palisade vielleicht mal fertig, ne? So, ich glaube, ein weiter muss er noch, ne? Oh, ein weiter muss er. So, trink mal kurz. Oh, unser Buff fällt sogar eine ganze Weile, hätte ich nicht gedacht. Ich muss den hier auch einmal umbauen. Ah, bloß wohin, ne? Bloß wohin? Ich stelle das mal hier vorne hin. Er muss ja auf jeden Fall draußen stehen. So. Ja, die Hüpfstimmen sind eindeutig nicht zu überhören. Kevin macht aber vorhin seinen Job. Yep. Das ist doch auch schön. Haben wir noch Steine rumliegen? Da ist einer. Hm. Ist alle weggegrabbelt, will das Spiel mir sagen. Mach erstmal eine Pause, du hast die Natur geschändet. Da ist noch einer. Das ist auch einer, ne? Nö. Den kann ich nicht aussammeln. Dankeschön. Ah, das ist schon schön. Wenn man jetzt noch ganze Häuser aus Stein bauen könnte, vielleicht mit Holz verzieren als Deko und so, das wäre dann natürlich noch besser. Gut, ich glaube, das wäre zu weit. Zu viel des Guten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, da verschwindet der Grasboden. Gut, weiter werde ich aber nicht gehen, denn sind wir hier ungefähr gleich mit dem Haus. Das passt schon. Wir nur so ein kleines Mäuerchen hier rum haben. Da haben wir wieder einen. Kevin? Ja, ja, hau bloß die Bäume weg. Ich glaube, den hast du vorhin schon mal gefällt. Da wollte ich auf jeden Fall noch inne. Und hier liegen noch jede Menge. Sehr schön. Ah, aber ich finde es schön. Ich finde es schön, dass man endlich mal wieder Kelvin auch mal ordentlich einsetzen kann, ohne... Sonst war es halt immer so, der hat die Bäume nicht mehr wirklich gefällt. Kennen wir ja. Weil sie einfach alle zu weit weg waren. Oh, das freut mich jetzt. Ist das Stein? Yep.
So, Kevin, my friend, hier. Du bunkerst die alle hier, ne? Das ist keiner. Man kann, glaube ich, auch Kevin sagen, er soll diese Steine auf den Holzschlitten schmeißen. Aber im Moment ist das Holz wichtiger. Okay, wenn du hast ja doch noch Holz liegen. Wieso rennst du einen Kilometer weit weg? Oh, den wollte ich jetzt nicht. Stocker haben wir kaum noch, ne? Also, die kann auch Kelvin sammeln. All ist kein Problem. Gut. Er macht das schon. So. Einmal, Genet. Ne, hier fehlt noch einer. Gut. So. Rauf. Dann haben wir das Stück Mäuerchen hier auch frostfertig. Inzwischen brauchen wir wieder hier ein paar. So, Zimmer rauf. Wunderbar. Den müssen wir jetzt so lang. Viel größer soll das gar nicht werden. Und da kommen denn die schönen Fallen rein. Jo. Soll ich noch ein Stornchen? Echt jetzt? Nimm mal drei Steine bei uns, dann ist auch wieder Schluss. Tut das Not? Warte mal. Das kann ich hier aber nicht verkommen lassen. Das geht nicht. Ja, spieß dich auf, mein Freund. Spieß dich auf. Wie kennst du hier? Nimm das Fleisch mit und den Stein auch wieder mit. Dolly noch inne. Ja, Kevins Essen lassen wir hier liegen. Er soll schließlich auch was zu essen haben. Schließlich holt er von uns Holz. Auch wenn Kevin doch schon eine ziemliche Leere wieder verursacht. Doch, sehr schön. Aber wirklich, aber gut, es wird nachwachsen. Ne? Es wird nachwachsen. Er ist auch noch ein bisschen mit beschäftigt. Er braucht da noch ein bisschen. Oh, das ist nicht schlimm. Das kann er in Ruhe machen. So. Den zimmern wir runter. Hier ran und daran. Sehr schön. Das werden wir uns nächste Mal ein Stück. Ich glaube, ein Stück werde ich hier dann noch machen. Und dann haben wir hier so einen kleinen Gang, wo wir durch können. Und diese Fischfolgen hier, können wir die überhaupt hochheben? Ja. Die würden dann hier quasi ein bisschen in Reihe und Glied. Da kommen ja natürlich dann mehrere rein. Ah, ganz gerade steht es immer noch nicht, aber die würden denn hier hinkommen. So ungefähr zumindest. So in etwa ist das gedacht. Gut, ich lasse Kelvin jetzt noch ein Weilchen sammeln. Damit er das voll kriegt. Wir sind für heute am Ende. Und morgen geht es hier natürlich weiter. Unsere Holzschuppen kriegen wir auch fertig. Dann wird es hier doch langsam ein Tickchen gemütlicher. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.